letzte Paket. Mann, ist das schwer. Und dann haben wir ein zweites Paket. Und das ist leicht. Nach was sieht das aus? So, was ist denn wohl da drinne? Willkommen bei Kfz Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um den Lupo. Ich habe zwei Pakete bekommen und wir packen mal aus und dann gucken wir erstmal, was Sache ist. Ne? Dafür habe ich mein Cuttermesser. Ist nicht unten in der Beschreibung, gibt's nicht, das ist self-made. Was meinst du, was hier drunter ist? Sieht aus wie eine Frontlippe. Ah. Wenn ich so schaue. Kennst du diese Videos, Alter? Wo die so Unboxing machen? So? Unboxing, ja klar. Ja, kennst du das? So, wo die Album und so präsentieren oder Handy oder Kamera. Und bist du aufgeregt? Ja, weil ich habe da sehr lange drauf gewartet und ich habe auch sehr lange dafür gesucht, ne? Weil erzähl ich auch gleich warum. So. Erstmal ein Grill. Mhm. Und alles ist drauf, alles ist dran. Ja, hier sehe ich, hier ist was abgebrochen. Nee, das ist so wohl. So, das ist einmal. Was hier drin ist, zeige ich gleich. Ja, hier ist schon was abgebrochen, sehe ich schon. Haben die aber provisorisch gemacht. Ist aber auch nicht so weit schlimm. Ist das gebraucht? Das ist gebraucht, natürlich. GTI Frontmaske. So, und natürlich die hintere Stoßstange. Ne? Und das ist natürlich eine GTI. Das ist eine originale Stoßstange und originale Frontlippe. Ne? Ah, ich sehe schon hier. Ja? So ein paar Sachen sind hier schon kaputt hier. Aber das kriege ich schon alles hin. Das hier ist eigentlich, das ist das Highlight. Da müssen wir noch aufpassen. So, aha. Guckt euch mal den Unterschied an. Kannst du den Unterschied sehen hier? Jetzt mal komm. Ich wackel hier wieder ein bisschen. Du musst von vorne. Von vorne, einmal von vorne. Guck den Unterschied an. Siehst du die Breite hier? Ja. Das sieht ist eine GTI-Stoßstange. Ach, GTI-Kotflügel. Die sind sauleicht. Warum? Weil das aus Aluminium ist. Weißt du, was so ein Ding kostet? Und? Also nagelneu kosten die 600 Euro und die werden so gehandelt, das ist unglaublich. Wie sie gar nicht wissen, wie teuer die sind. Und ich habe natürlich links, rechts geholt, das Ganze. Ich einmal hier hin. Vorsichtig. Aber das sieht schön aus. Keine Kratzer, sehr schön. Natürlich ein bisschen polieren, das Ganze. Wie sieht der hier aus? Oh, guck mal, hier hat er einen schwarzen Blinker. Ah, hier haben wir mal einen Kratzer.
Hier haben wir einen Kratzer, aber ist nicht so wild. Ja, und das kommt nach hinten. So, und was jetzt bei dem anderen Paket ist, zeige ich euch. Weil der eine oder andere hat das Video gesehen, wo unser Tacho die 220 locker erreicht hat. Und deswegen haben wir uns was anderes noch geholt. Und wir haben uns noch einen GTI-Tacho besorgt. Ne? Und ich überlege hier, wo die Uhr ist, werde ich höchstwahrscheinlich einen Ladedruckanzeiger machen. Ne? Das werden wir sehen, aber ich finde, diese Tachos sind echt sehr, sehr schön. Sieht gut aus. Das sieht schön aus, ne? Mhm. Und das Geile ist, hier steht es auch schon, das ist der mit... wo war der? Oder wo stand das? Das ist der schon mit dem weißen. Er hat die in weißen LEDs umgebaut. Also derjenige. Ja, so wird das Ganze aussehen. Und das werden wir jetzt machen. Aber ich sehe gerade, Alter, guck mal die Löcher an. Die sind riesig. Die sind riesig zu den anderen, ne? Ja, definitiv. Krass. Aber das ist geil. Da freue ich mich schon. Wir können das eigentlich in 2 Minuten einbauen, aber das machen wir extra. Nein, Video. In Ruhe. Ja, dann machen wir extra Video. Das gucken wir uns an. Ja. So, ich habe echt lange, lange gesucht dafür, ne, bis ich den gefunden habe. Und der hat mir echt ein super Angebot gemacht für die ganzen Sachen. Ne, da ist der Grill dabei. Ich zeige euch nochmal. Hier wird so von das Ganze. So. Also das wird echt hübsch. Der wird schön, ne? Ja. Und wir machen ja noch ein paar andere Sachen. So, das haben wir natürlich unten komplett durch. Und das ist ja auch das Geile bei der Sache. Ne? Dass wir einen riesen Ladeluftkühler hier drunter reinklatschen können. Natürlich wird das nicht eins zu eins wird das nicht passen. Dazu wird mir natürlich der Benni helfen, weil wir werden die ganzen Rohre verlängern. Was heißt verlängern? Wir werden die ganzen Rohre erneuern und das Ganze auf Big machen. Das heißt, wir haben jetzt 50er Rohre, glaube ich, 52er Rohre, und das werden wir Ganze auf 63, 65, 60, so in den Dreh, werden wir die Rohre vergrößern, das Ganze, und dann halt alles schön anpassen. Deswegen haben wir auch gewartet auf die Stoßstange, weil ohne die Stoßstange können wir das nicht anpassen, weil wir müssen ja den Ladeluftkühler, müssen wir ja volles Rohr reinklatschen, damit die Stoßstange reinpasst. Das heißt, jetzt gibt es eigentlich nur noch die Anpassarbeiten. Also da müssen wir echt sehr, sehr lange anpassen. Hübscher machen. Halt. Sehr hübsch machen, ja. Ich freue mich drauf, weil die Stoßstange, das sieht einfach geil aus. Die Stoßstange auf, also wer ein GTI sieht, ich finde wieso die Front sehr, sehr schön. Das heißt, Kotflügel, Stoßstange vom GTI finde ich sehr hübsch. Echt? Hm. Und hinten die Lippe auch sehr hübsch. Ja. Ja, da ist ja das Geile, da passt ja sofort unsere Stoßstange, also unser Auspuff passt ja sofort so rein. Ne? Hier kannst du ja mal gucken. Also wenn die ungefähr so sind, sag ich mal. Wenn das jetzt Ganze so ist, ne, werden wir natürlich das hier den Auspuff nach oben ein bisschen verlängern, das Ganze. Ne? Ja. Aber da überlege ich mir noch was. Mit dem Auspuff überlege ich mir sowieso noch was. Es kann sein, dass ich noch ganz, also was anderes vorhabe, aber dazu kommen wir bestimmt noch. Na, da wird der ja ganz anders aussehen. Ja, der wird der einfach 1 zu 1 wie ein GTI aussehen. Das werden wir auch verbreitern, das Ganze. Werden wir auch noch schön verbreitern. Ist so weit gekommen, dass wir einfach den Wagen noch verschönern. Und deswegen finde ich, wieso die manchen Leute, was sie einfach labern, so, ey, Bastelbude, das und dies und jenes, ohne zu wissen, was überhaupt Sache ist, ne? Ohne zu wissen. Und das, solche Leute liebe ich wieso am meisten. Weil, ihr müsst euch vorstellen, das Auto haben wir vom Schrott befreit, ehrlich. Weil, als ich den Wagen geholt habe, war das rein für die Schrottpresse gedacht, ehrlich. Ne? Weil, da... Auto wurde keine Liebe gezeigt, das Auto bis auf den Motor und Getriebe konntest du den Wagen so nehmen und einfach in die Schrottpresse reinmachen.
Aber genau das war es ja. Und das war ja von Anfang ein Low Budget, das Ganze. Und danach haben wir halt ein bisschen Geld reingesteckt. Und jetzt habe ich gesagt, der verdient das. Und dann habe ich sehr, sehr lange im Hintergrund habe ich die Sachen gesucht. Weil A, ich wollte die gleiche Farbe. B, ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Und C, wir mussten warten. Ist so. Ich habe sehr lange darauf hier gesucht. Und ich habe es gefunden, ich habe es jetzt geholt, es ist die gleiche Farbe und besser geht's nicht. Ne? Und dass er jetzt ein bisschen Kratzer oder so hat, mein Gott, jetzt brauchen wir jetzt auch nicht, jetzt ein bisschen pingelig sein. Also das ist so perfekt. Mehr brauchen wir nicht. Deswegen, das nächste Video, wenn es um den Lupo geht, mal schauen, ob wir jetzt nochmal 0, 100 rausschmeißen, 100, 200 schmeißen oder vielleicht so ein kleines Reaktionsvideo machen, bevor wir nochmal ein paar Sachen am Auto ändern, weil dann wird der erstmal ein, zwei Wochen umgebaut. Sprich, Karosserie werden wir umbauen, weil da werden auch ein paar andere Sachen noch kommen, was ich einfach später zeigen werde. Sprich, Luftverrohrung und Motorhaube und so werden wir ändern und Seitenverbreiterung werden wir machen. Hinten die Stoßstange werden wir nochmal was überlegen, Auspuff werden wir was überlegen und höchstwahrscheinlich werden wir nochmal an der Leistung noch was drehen. Aber dazu kommen wir noch. Wie gesagt, jetzt hat er sich das verdient und jetzt werden wir den auch schön machen. Ich werde den Wagen echt so machen, er wird ein Showcar und gleichzeitig sogar noch Leistung haben. Und das werden wir versuchen. Und das hat er sich auf jeden Fall verdient, das Ganze. Ja, und ich freue mich auf die Verrohrung und so, dass wir die Stoßstange anpassen und das Ganze wird dann ein ganz anderes Gesicht haben. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war ein kleines Update. Nein, nichts Wildes. Und ja, aber es kommt noch ein Video raus, wo wir noch ein bisschen Faxen machen werden, bevor wir diesen Umbau beginnen. Ne, seid gespannt, wann. Vielleicht dauert es auch nicht so lange. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Und sorry, wenn meine Nase heute zu ist. Ich bin aber richtig krank. Ne? Haut rein. Bis dann, euer Kfz-Fuzzi.